wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von T&C Modellflug. Wir befinden uns heute, also jetzt, am nördlichsten Punkt von Niederösterreich. Genau, also wir sind jetzt gerade direkt vom Horizon Air mit durchgefahren. Wir sind circa um 11:45 von oben von der Nachtflugshow weggekommen und sind da jetzt 5 Stunden runtergefahren. Wir haben kurz 2 Stunden Pause gemacht irgendwo, da haben wir ganz schnell ein bisschen wo geschlafen. Ja, und jetzt sind wir da in Litschau. Ja, und wir versuchen euch wieder dementsprechend mitzunehmen. Wir sind zwar ein bisschen fertig von diesem Wochenende, aber wir nehmen euch wieder mit am Sonntag zur großen Flugshow hier in Litschau. Ja, Christoph, das war jetzt der erste Flug mit dem Mustang in Litschau. Genau, in Litschau muss man dazu sagen, die Piste geht bergauf und wenn der Wind nämlich falsch geht, ist es mit so einem Flieger katastrophal zum Landen. Darum habe ich es jetzt gleich mal probiert in der Früh. Tadellos hat alles funktioniert. Hoffen wir jetzt, dass der Wind so bleibt. Also wenn er so ist wie jetzt, ist es kein Thema nicht. Aber richtig cool da. Da sieht man jetzt ganz typisch 2-Zylinder. Ja, schaut sich einmal die spezielle Kühlung da an, also das ist schon perfekt. So, und jetzt schaut man dann nochmal zu unserer rüber. 3-Zylinder. Genau. Dann schauen wir mal, vielleicht fliegen wir heute miteinander. Also wir haben den ersten Trainingsflug gehabt. Yes,
War gut, war richtig gut. Mittlerweile sind wir auch wieder ein bisschen munter. Ich glaube, auch mit Sonnenbrille macht das einen wesentlich besseren Eindruck als wie ohne. Ja, aber wir sind wieder relativ fit und hat absolut cool hingehauen. Und jetzt werden wir dann die Rauchpatronen montieren und zur Flugshow gibt es dann Rauchpatronen mit Musik. Und wir beide heute halt in Synchroflug. Start frei! Riesenapplaus, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unseren Flugtagen 2024. Unsere beiden Piloten begrüßen Sie hier mit einem Bannerflug. Herzlich willkommen! Schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir freuen uns über die Riesen beim traumhaft schönen Wetter. Starten wir somit unser Jugendmitglied Team Salomon. Herzlich willkommen. So, Harald Hager. Und diese extra, diese Maschine, die sich in der Luft sehen, mit denen sie dann die Schienkreifung Red Bull Air Race. Über den Boden. Liegt sich jetzt in der Maschine, sie können gleichzeitig So, jetzt habe ich ihn da, in Obmann vom MFC oder UMBC Litschau. Wie viel habt ihr jetzt schon gehabt, wie treffen? Insgesamt. 40 Stück. Bist du zufrieden? Ja, schon. Sehr. Wir waren ja gestern nicht dabei. Erzähl aber von gestern. Was war da? Naja, wie gesagt, also gestern, das war der Höhepunkt gestern. Also Nachmittag haben wir schon das freie Fliegen gehabt. Aha. Also Training. Waren ja da schon ab 16 Uhr dann voll angegangen und am Abend waren wir halt dann. Also Litschau muss man dazu sagen, wir haben ein legendäres Nachtfliegen. Und es ist der nördlichste Flugplatz da bei uns in Niederösterreich oder Österreich eigentlich, kann man sagen. Und der nördlichste Punkt. Es hat knapp 1000 Leute gehabt, was natürlich für da Wahnsinn ist. Ja, richtig. Ja, also, Profi, gratuliere dir für das Ganze. Richtig cool. Danke, Bart! Das Publikum zu präsentieren. Sie dürfen gerne mal probieren, der Start ist geglückt. Jawohl. Andreas Stiegel fliegt ja schon für den Nachbarn. Hotelbetrieb beim Kuchen ist sie weit hoch von der Feier. Und er hat jetzt ins Wort geflogen und heute hat er gesagt, präsentiert das Ding natürlich auch wieder für Sie. Die Laser 230Z. Ein brafter Papa. Wenn man sich den Flieger anschaut, schaut wieder gut aus. Ich hab's nicht mit reingenommen ins Video, aber da war ja was ein Rapottensteiger. Ich hab's einen Motorabsteller gehabt. Ja, das ist leider das Tankmittel runtergegangen. Hat ziemlich platt ausgeschaut, das Gerät, aber es fliegt wieder. Das Ganze war ziemlich. Und zwei Hexe, zwei Hühner oder Servos. Die waren alle getrieben. Aber es steht wieder super da. Aber jetzt mal schnell in den Servos treten. Thank you.
gemeinsam mit mir und ein paar anderen Clubmitgliedern diese Maschine ja 2 Jahre lang gebaut. Ja, und diese Shorts Caravan, dieser Pink Boogie, wie der heißt, diese Maschine hat jetzt einige Modellfallschirmspringer an Bord und die sind auch gesteuert, meine Damen und Herren. Also ganz genau hinsehen, in Kürze werden sie abspringen. Meist hat er zwischen 3 oder 5 Fallschirmspringern an Bord. Ich denke, dass er in Kürze die Klappe öffnen wird und dann hoffen wir, dass die Springer alle hier sicher ankommen hier auf der Start- und Landeplatte. So, gut geschaut, meine Damen und Herren. Ich schätze mal, wir sind ungefähr zwischen 350 und 400 Meter Absprunghöhe jetzt. Und wenn Sie genau schauen, die Springer haben soeben die Maschine verlassen, oder braucht man schon gute Augen? 1, 2, 3, 4 kann ich erkennen. Nummer 5, das sind jetzt Nummer 5 Springer, meine Damen und Herren. Applaus einmal. Alle Schirme dürften aufgegangen sein, wenn ich das richtig erkannt habe. Ist das sozusagen eine bisschen Position? Schauen Sie sich das an. 6 Fallschirmspringer haben dieses Teil aufgenommen. Mit, wie gesagt, knapp 7 Metern Spannweite, ein Abfluggewicht von 80 Kilogramm. Man glaubt es kaum, diese Maschine wird elektrisch angetrieben. Wie gesagt, ist in Groß-Gerhard in der Nähe von Thaya erbaut worden. Und mittlerweile schweben sie langsam und sicher rein. Schauen Sie sich das an, die Hände werden da bewegt, die Links- und Rechtskurven werden da eingeleitet. Es ist wirklich ein fantastisches Hobby, wenn das Kind im Manne hochkommt, auch ich selbst. Ob die Ehre immer wieder falsch um zu springen, allerdings nur im Hotelbereich. Nummer 1 ist da, Nummer 2 ist gelandet. Der Charlie aus dem Hause Robby ist ebenfalls gelandet und 3 Modellfallschirmspringer befinden sich noch in der Luft. Und die Skyline landet wieder, meine Damen und Herren. Schauen Sie das einmal an. Wirklich wunderschön. Im Modell. Fantastisch. Etwas später mehr dazu. Ja, der letzte Springer dürfte gelandet sein. In diesem Sinne, lieber Franz, darf ich dir wieder das Mikrofon übergeben und wünsche viel Vergnügen beim nächsten Programmpunkt. Dankeschön. Maschine, diese wirklich legendäre Konstruktion 1973. Ich wollte sie raten lassen, aber ich höre ja das Echo dann nicht gut. Also dieses Fluggerät ist über 50 Jahre alt. Die nächsten Zahnverleitungen sind in den Mutter natürlich jetzt verbaut, mit dem sehr, sehr hohen Drehzahl, wie man hören kann. Es ist eine absolute Legende in der Modell-Hubschrauberfliegerei. Ja, jeder Applaus ist natürlich von den Piloten gerne willkommen. Und vor allem da handelt es sich wirklich um die Urzeit der Modell-Hubschrauberfliegerei. 1968 war es dieser Flieger aus Deutschland, der ein Hartz im ersten bundesweiten Hubschrauber einige Meter hoch schweben lassen konnte. Das war die Geburtsstunde des Modellhubschraubers, also circa 55 Jahre schon her. Und diese Maschine ist 1973 von der Firma Klausmann, die große Modellbaufirma aus Deutschland, das erste Hubschraubermodell auf den Markt gebracht. Und ich finde ein wunderschön gewähltes Vorbild, diese Bell 212 und verdienter Zeugschreiber. Diese Bell 212 hat jetzt eine Mission zwischen perfekte Fliege durchzuführen, gefahrlos durchzuführen. Heute natürlich besonders ideal dieser doch geringe Wind, aber es ist wirklich schön anzuschauen. Über 50 Jahre alt ist das Flugzeug, auf den Erlekanal überflogen. Das muss man sich vorstellen, als Modell. Begleitet und gesteuert von einem Hubschrauber am Antrage natürlich, ist der Pilot mitgeflogen und hat so eine Bell 212 von Dover nach Calais geflogen, so wie ein Serio. Das ist gewesen, das war ein wunderbarer, hochinteressanter Weltrekord, der mit diesem Hubschrauber aufgestellt wurde. Rang 700. Viel Vergnügen. Startapplaus für Alexander Mühlebeck und hören Sie fleißig an, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich habe die Hüfte, die ich in den Hügel habe.
Sagen startfrei für Franz Neuss. Einen Applaus in die Liste, meine Damen und Herren, mit diesem Chef von Lied kommt sie herein. Ist vorbei, dieser wunderschöne Zeus. So nennt sich eben das Flugzeug ein Impeller-Chef. Und wie gesagt, ein Impeller, das ist eine Art Schaufelrad, das sich im Inneren des Rumpfes befindet. Und dieses Schaufelrad, das probieren, glaube ich, fliegt nach Landung aus. Meine Damen und Herren, drücken Sie die Daumen, dass die Maschine unverkehrt aufsetzen kann, und so ist es. Die Erde hat sich... Flieger, wer, Pilatus, haben wir heute schon gesehen. Einen Flieger, die Pilatus, der hier... Pilatus, ganz ein bekanntes Flugzeug. Und hier ist ein Hofmann dabei, also... Wer noch hier noch nicht genug gesehen hat, schaut sich das in 14 Tagen an. Und jetzt die wunderschöne PC-21. Ganz schön langsam mit gesetzten Klappen super gelandet. Applaus für den Jürgen und den Schlimmen. Sie haben wirklich alle. Und war der unterwegs, der Herr Pitz hat nach ihm dieses Flugzeug benannt. Und hat wirklich ganz Tolles geleistet und er hat Musik dazu und das werden wir uns jetzt anschauen. Diese Maschine war sehr, sehr schwierig zu fliegen und so hat es viele leider tödlich ausgehende Abstürze gegeben. So, jetzt haben wir ganz spektakulär Marvin! Hast du ja gefreut, dass wir gekommen sind? Ja, dezent. Ich hab's am ersten Mal gesehen und mir gedacht, ja, endlich, jawohl, endlich sind's wieder ein Litscher. Wir waren ja extrem lang schon nicht mehr da, ja. Weil natürlich jetzt ist immer das Horizon Air mit auf dem gleichen Tag. Mhm. Aber durch das, dass wir es jetzt zurückgelegt haben auf Freitag, Samstag, ist der Sonntag jetzt wieder zur Verfügung. Das heißt, da können wir wieder herschauen. Obwohl es ein bisschen stressig ist für uns, aber. Ich glaube es eigentlich. Was hast du von heutigen Tag gehalten? Es war eigentlich nur geil. Ein bisschen zu warm war es schon, aber sonst eigentlich perfekt. Winter passt, es hat alles passt. Also war cool, gell? War sehr cool, ja. Und das fällt zusammen. Wir fallen zusammen, ja. Nächste Woche bist du in Weidhofen? Übernächste Woche, genau. Sind wir in Weidhofen an der Theier, da werden wir auch wieder dabei sein. Ich darf dort als Sprecher fungieren. Da ist dann wieder die Frage, wie viel was ich filmen kann. Du wirst wieder mit deinem Slick und Slick und Pizzitz. Sehr gut. Passt, lass mich sehen, sind wir in Weidhofen. 100%. Sehr cool. Ja, Theresa. Wir haben es jetzt geschafft.
war echt ein bisschen ein hartes Wochenende einmal. Horizon Airmeet, Freitag, Samstag, Sonntag, Litschau. Warum machen wir das eigentlich oder warum sind wir auf Litschau gefahren? Das haben uns einige gefragt, warum tut sich das überhaupt an? Also ich kann nur eins sagen, das waren unsere Wurzeln und das war eigentlich jedes Jahr für uns Pflichttermin, dass wir auf Litschau fahren. Das stimmt, ja. Ja, und dann ist halt das Airmeet dazu gekommen und das ist auf das gleiche Datum gefallen. Und durch das, dass das Airmeet jetzt ja verlegt worden ist von Freitag auf Samstag und der Sonntag frei war, haben wir gesagt, wir fahren auf Litschau. Das, wie gesagt, sind unsere Wurzeln, darum war es mir wichtig, dass wir da wieder vorbeischauen. Ja. Es war sehr anstrengend, ich war müde, ich habe sogar, glaube ich, kurz einmal unter der Tragfläche sogar geschlafen. Aber nichtsdestotrotz, es war wieder ein schöner Tag, wir haben wieder sehr viel Sonne kassiert. Schaut einmal hinten, es ist blauer Himmel, es ist richtig ein Wahnsinn. Ja, schauen wir mal, was ich gefilmt habe. Ich bin mir wie immer nicht sicher, wie das Video wird, ob ich genügend Filmmaterial habe, ein bisschen was werden wir schon zusammenschneiden. Das heißt wieder, wenn euch unsere Videos gefallen, gebt uns wieder einen Daumen hoch. Es würde uns freuen, wenn ihr uns einfach einen Kommentar hinterlasst. Wir beantworten ein jedes. Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss. Viert euch.